Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Liebe Gemeinde, mit dem Wochenspruch für die vor uns liegende Woche grüße ich Sie recht herzlich zu diesem Gottesdienst und erlaube mir, mich Ihnen vorzustellen, denn nicht alle kennen mich. Mein Name ist Hermann Witter, ich bin Pfarrer im Ruhestand seit 2 Jahren und war vor dieser Zeit, vor dem Ruhestand, Leiter des kirchlichen Dienstes auf dem Lande unserer Landeskirche und Mitglied bei der Evangelischen Akademie in Karlsruhe. Und mein intensiver Seelsorgebezirk war eben Südbaden und daher auch die Landwirte und die Winzerinnen und Winzer hier von Bötzingen und Kaiserstuhl, Thuniberg, Maigreflerland. Da war ich zu Hause und da bin ich immer noch zu Hause. Ich wünsche uns nun einen gesegneten Gottesdienst und wir beginnen mit dem ersten Lied, Lied Nummer 66. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Wir halten diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns zusammen den Psalm mit der Nummer 744 im Wechsel beten. Sie sehen es hier angebeamt. Herr, neige deine Ohren und höre mich, denn ich bin elend und arm. Herr, sei den ich rufe täglich zu dir. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbieten, Herr, und deinen Namen ehren. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deine Gebote nicht vergesse.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Macht kennt keine Grenzen. In großer Barmherzigkeit hast du dich über uns erbarmt. Dafür möchten wir dir in diesem Gottesdienst mit unseren Liedern und Gebeten danken. Wir bitten dich, nimm alles Trennende weg. Lass uns zur Ruhe kommen. Wir wollen uns ganz auf dich besinnen. Schenke uns deine Nähe in der Kraft des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen wirken will. Lass uns aufmerksame Hörer deines Wortes sein, damit wir in deiner Nachfolge gestärkt werden. Amen. Als Schriftlesung hören wir heute den Predigttext. Es ist die Geschichte des Hauptmanns von Kapernaum. Sie steht im 8. Kapitel des Evangeliums von Matthäus. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich du nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Klappern der Zähne. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde,
Ich erinnere mich noch sehr gerne daran, als wir mit einer Studienreise in Israel und dann natürlich auch in Kapernaum waren. Diese Stadt übt ja geradezu eine magische Anziehungskraft auf alle christlich orientierten Touristen aus. Man will den See Genezareth sehen, man will Kapernaum sehen, man wird daran erinnert, was in der Bibel über Jesus und seine Wunder- und Heilungsgeschichten in dieser Gegend berichtet wird. Und natürlich wollen auch, wir waren damals hauptsächlich Studenten, die Überreste sehen, die noch von Kapernaum übrig geblieben sind, was da noch da ist von vor 2000 Jahren. Wer von Ihnen einmal, und das setze ich mal voraus, auch schon in Israel und in Kapernaum war und das besucht hat, der wird sich an das weite archäologische Gelände erinnern, das mit seinem großen und zerstörten hallenartigen Gebäude beeindruckt, dessen Boden aus Steinplatten gelegt sind und am Rande umsäumt von Säulen. Man kann sich schon vorstellen, dass diese Stadt zur Zeit Jesu eine pulsierende Metropole war, Handels- und Hafenstadt. Im historischen Kapernaum sollten 15.000 Menschen gelebt haben. Das ist schon was. Und nicht ohne Grund hatten die Römer dann dort eine Garnison eingerichtet, um den Chef dieser Garnison, um den Hauptmann geht es im heutigen Predigttext, den Frau Kanzinger vorgelesen hat. Dieser Hauptmann, dessen Namen wir nicht kennen, war ein außergewöhnlicher Mensch. Er hatte nicht nur seine militärischen Aufgaben im Auge, sondern interessierte sich auch für die sozialen und religiösen Verhältnisse im besetzten Land. Dass er mit den religiösen Sitten und Gebräuchen bekannt war und diese auch respektierte, das erfahren wir aus unserer Geschichte ganz eindeutig. Aber da war noch mehr, das ihn von den übrigen Hauptmännern der römischen Besatzungsmacht unterschied. Er kümmerte sich auch um seinen persönlichen Sklaven. Knecht heißt es in unserer Übersetzung. Das unterschied ihn in einer Sklavengesellschaft von den Herren, die ihre Sklaven ebenso behandeln, wie wir das aus den Ben-Hur-Filmen und anderen Filmen kennen, die zählten nichts. Wenn es Probleme gab, wurden die Sklaven einfach abserviert und ihrem Schicksal überlassen. In unserem Fall, bei unserem Hauptmann, ist das anders. Wir erfahren von ihm, dass sein Sklave große Schmerzen hat, die ihn lähmten. Bisher hatten alle Therapien nicht angeschlagen. Und da dem Hauptmann sehr an seinem Untergebenen gelegen ist, bemüht er sich um Hilfe und setzt alle Mittel und Hebel in Bewegung, damit diesem geholfen wird. Man darf annehmen, dass dem Hauptmann schon von Berufswegen vieles von Jesus bekannt war. Sehr wahrscheinlich hat er bei den täglichen Lagebesprechungen, die die Militärs abgehalten haben, immer wieder davon gehört, dass dieser Jesus mit seinen Anhängern durchs Land zieht und da und dort mal auch für Unruhe sorgte. Und nichts ist für eine Besatzungsmacht schlechter als Unruhe. Man will ja Ruhe haben. Also, setze ich mal voraus, war der Name Jesus diesem Hauptmann auch schon bekannt. Und jetzt, so die Kundschafter, will dieser Jesus auch nach Kapernaum kommen. Für den Hauptmann war das aber keine Frage von Ruhe und Ordnung, sondern für ihn war es eine Frage von Heilung. Für den Hauptmann eröffnete sich nun eine weitere Chance, um seinen Knecht von Schmerzen und Lähmung zu befreien. Er sieht in Jesus den Heiland, den Arzt, der helfen kann.
Für den Hauptmann stellt sich seine Bitte sehr einfach dar. Er denkt in militärischen Kategorien. Er sieht Jesus als den Oberbefehlshaber über Krankheiten. Und wenn er der Krankheit befehlen würde, zu verschwinden, dann wird sie es auch tun. Wörtlich sagt er, wir haben es vorhin im Predigtext gehört, auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Ja, liebe Gemeinde, wenn es immer so einfach wäre, befehlen und dann wird's gemacht. Ich glaube, wir würden die Botschaft von Jesus nicht richtig verstehen, wenn wir annehmen, er möchte uns ein Beispiel geben, dass Glauben auf Kommando funktioniert. Der Fortgang der Geschichte zeigt uns das sehr deutlich. Jesus hielt inne und benutzt die Situation zu einer Kurzpredigt über den Glauben dieses Heiden im Gegensatz zu seinen Glaubensgenossen, den jüdischen Mitmenschen. Die sträuben sich ja, ihm zu glauben. Schaut, sagt Jesus, er glaubt, er hofft und ist doch kein Jude. Er glaubt und hofft auf mich. Dem Evangelisten Matthäus kommt es bei dieser Geschichte darauf an, seinen Zuhörern zu sagen, wir Juden haben so feste Regelwerke, die uns dazu bringen sollen, den Messias zu erkennen, wenn er da ist. Aber in Wirklichkeit hindern sie uns daran, weil wir uns selbst ständig kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Und da kommt ein Fremder daher, der sogar noch unser Feind ist und noch ein Heide dazu und er vertraut Jesus. Er spricht ihn an und bittet nicht für sich selbst, sondern für seinen kranken, leidenden Diener. Für uns mag das zunächst nicht so spektakulär klingen wie für die jüdischen Mitmenschen zur Zeit Jesu. Ich will versuchen, das mal auf unsere Zeit zu übertragen. Für uns heißt das doch, wir haben nicht mehr die Situation wie vor 2000 Jahren. Für uns stellt sich nicht mehr die Frage, ob Menschen, die sich zu Christus wenden, zuerst Juden werden müssen. Für uns stellt sich doch vielmehr die Frage, wie können wir die Leute bei der Stange halten? Tausende verlassen jedes Jahr die Kirche. Die Ursachen mögen vielfältig sein. Möglicherweise liegt es auch daran, dass unsere Kirche zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und dabei übersieht, wo die wirklich existenziellen Fragen und geistlichen Erwartungen der Menschen liegen. Möglicherweise liegt es auch daran, dass evangelische Christen es verlernt haben, etwas von Jesus erwarten und ihm nicht so viel zutrauen wie der Hauptmann. Dieser bittet Jesus ganz einfach darum, dass er ihm hilft. Das ist für mich auch die Botschaft des Tages. Lassen wir uns durch Vorbehalte und Bedenken nicht abhalten, Jesus unsere Probleme anzuvertrauen. Insofern könnte man den Hauptmann von Kapernaum auch als ein Vorbild des Glaubens bezeichnen. Nicht in seinem Kommando-Sinne. Er glaubt ganz einfach, dass Jesus ihm helfen kann. Unabhängig davon, was die Leute sagen. Unabhängig davon, ob er das eigentlich darf. Weil er ja ein Römer und ein Heide ist. Das ist ihm egal. Er tut es einfach. Und letztendlich kann er sich darüber freuen, dass Jesus sich ihm zuwendet und seine Bitte erfüllt. Er gehört nun zu Gottes Volk, weil er ja an Jesus glaubt. Wir gehören zu Gottes Volk, ganz gleich, wo wir auf der Welt wohnen, ob in Kapernaum oder in Bötzingen. Wir sind Gottes Volk. Amen.
Ich darf Sie bitten, sich zum Fürbittengebet zu erheben. Jesus Christus, dein Wort heilt. Wenn du sprichst, wird es hell. Wenn du sprichst, geschieht Neues. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort und alles wird gut. Herr, das Coronavirus hat uns fest im Griff und verbreitet Angst. Auf dein heilendes Wort warten die erschöpften Pflegerinnen und Pfleger auf den Stationen unserer Kliniken und Seniorenheimen. Auf dein heilendes Wort warten überall die Kranken. Herr, heute schließen wir besonders unsere Gemeindepfarrerin Laura Ates in unser Gebet ein und legen sie dir ans Herz. Nimm dich ihrer an, sei an ihrer Seite. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort. Auf dein friedenbringendes Wort warten die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt. Die Menschen, die zum Spielball der Mächtigen werden. Auf dein friedenbringendes Wort warten die, die Versöhnung suchen, die, die Brücken bauen, die Verbündeten der Wahrheit. Ermutige sie, stütze sie. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort. Auf dein tröstendes Wort warten die Trauernden. Schließe sie in deine Arme. Dein Licht leuchte denen, die sie vermissen. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort. Auf dein lebenschenkendes Wort warten die Gemeinden im Osten und Westen, im Norden und Süden. Auf dein Wort warten wir. Wir vertrauen dir und bitten dich, sprich nur ein Wort. Heute und morgen und alle Tage, die kommen, und alles wird gut. In der Stille beten wir weiter, was uns auf dem Herzen liegt. All unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das uns der Herr zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Pfarrer Witter, dass Sie den Gottesdienst vorbereitet und mit uns gefeiert haben.
Wir waren in Gedanken wieder in Israel. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden Sonntag, dem 30. Januar um 10.30 Uhr hier im Gemeindehaus mit Predikantin Frau Holz. Zum Kindergottesdienst treffen sich die Kinder ebenfalls auch um 10.30 Uhr im Foyer. Die Jugendgruppe Lighthouse trifft sich ab sofort immer freitags 19 Uhr im Jugendraum des Gemeindehauses. Ihr seid bereits konfirmiert oder bereitet euch mit anderen auf eure Konfirmation vor, dann kommt doch bei uns vorbei. Näheres könnt ihr dem Nachrichtenblatt entnehmen. Es freut sich auf euch, Josan und Tobias. Vielen Dank für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 104,50 Euro. Das Opfer nach dem heutigen Gottesdienst ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Zum Abschluss hören wir nochmal den Wochenspruch, den wir zu Beginn gehört haben. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Geht in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.